Willkommen Reisende, wir sind zurück, Going Medieval. Ich habe schon mal die Wände errichtet, aber rechts, das gefällt mir noch gar nicht irgendwie. Von den Fenstern her, da werden wir das genauso machen wie auf der anderen Seite. So. Und habe schon mal innen eingezeichnet, einen Boden, beiden Ebenen, eine Treppe reingestellt. Das werden die Wohnhäuser. So. Und wir haben viel weniger Kalkstein auf der Karte, als ich gedacht habe. Wir haben immer nur hier zwischendrin ein bisschen Kalkstein, aber auch Eisen, Silber. Hier ist Kohle, Gold, Eisen. Hier ist ein bisschen Kalkstein, aber nur auf der ersten Schicht. Das ist echt schlecht. Hier ist nur Salz. Wir haben Silber und Gold ohne Ende. Hier ist auch immer nur vereinzelt zwischen und das ist alles. Also werden wir vielleicht nicht hinkommen mit der Mauer. Die Wohnhäuser ist nicht schlimm, die wollte ich eh in Lehmziegel bauen. Und dann werden wir halt nur die Eckgebäude jeweils mit Kalkstein errichten können. Fraglich ist, ich habe hier, weil es zwei verschiedene Gebäude sind, hier kommt eine. Wo sind wir jetzt? Noch eine Kalksteinwand hin. Die ist mit einem berechnet. Ist nur die Frage, machen wir hier auch Doppeltwand? Das war ja eigentlich nicht benötigen. Da es dieselbe, also selbe Material ist. Könnten wir eigentlich eine lassen. Also eine Wand. Ah, warte. Oh, der setzt sie dahin, wo er lustig ist. Wir können auch die Tür nicht andersrum setzen. Er dreht die immer wieder. Stützbalken rein, sonst hält das Ganze nicht und ist zu instabil. Haben wir bestimmt wieder kein Holz oder so. Stehen ja bestimmt noch irgendwo Bäume rum. Sehr weit weg. Dann nehmen wir die Bäume hier.
Wenn wir auch mal hier die Gärten weiter anzeichnen. Den habe ich noch freigelassen. Ist ein kleiner. Das ist ja jetzt. Mir gleich aufgefallen. Das ist ja ärgerlich. Müssen wir die auch versetzen? Ah, jetzt geht das auch auf hier. So. Das war ein zu weit. Wir haben ja mal einen freigelassen. Lebensspanne 51 Tage, okay. So. Dann haben wir schon mal den Grundriss. Hier können wir erst zwei hochbauen, drei geht nicht. Dann brauchen wir wieder die Konstruktion oder müssen das von oben machen. Aber hier war, glaube ich, auch einer, ne? Ja. Hier hatten wir auch einen. So. Können sie dann erstmal bauen. Hier sieht schon mal gut aus. Die Frage ist nur, reichen zwei Etagen? Also das sind immer nur Einzelwohnhäuser hier. Kommt oben halt nur Bett, Tisch, Stühle. Obwohl Tisch und Stühle kommen unten hin. Ein Regal oben. Nur ein Bett. Naja, zwei, also immer zwei könnten da drin wohnen, ne? Ah, wie machen wir denn das? Ja, Leinen und Heu haben wir noch nicht. Wir können da eh keine Betten reinstellen.
Hinten, ich weiß nicht, also das Gebäude geht bis hier. Und die anderen dann auch alle. Hinten sehen wir, wenn wir hier einen Block gebaut haben. Dann werden wir jetzt noch das Eckgebäude bauen, also in Auftrag geben zumindest. Hat man das gemacht? So. Jetzt müssen wir mal gucken. So. Bekommen auch alle nur einen Holzfußboden. Die Geschäfte damals waren zwar aus Stein, aber die Böden waren ja aus Holz. Ein bisschen sparen muss man ja auch. So. Ein wenig Fenster, oder? Hier ein Fenster hinmachen und hier direkt neben die Türen. Probiert auch. So. Das sieht wahrscheinlich besser aus dann. Müssen wir mal schauen. Jetzt gehen sie wieder schlafen. Und Dächer müssen wir schauen. Ich hätte ja gleich gedacht, ein Holz oder halt Ebenziegel. Und immer quer. Ja, erstmal hier die Wände zwischen den Gebäuden. So. So, mal gucken, also platzmäßig bin ich auch zwei Schlafzimmer rein. Aber beide so vor die Fenster dann? Also hier eine Wand. Und so groß. Das eine ist kleiner wegen der Treppe. Eigentlich hatte ich gedacht, es sind Einzel. Häuser. Hier vorne ist ein Lager. Hier kommt ein Handwerksladen rein.
Das ist ja jetzt doof hier. So muss das. Ha. Hat das Falsche ausgewählt. Ja, dann machen wir hier die Fenster auch anders. Müsste das Fenster hin. Und hier eine Wand hin. Aber wir setzen da erstmal ein Fenster hin und dann schauen wir mal, was gleich so auch geht. Nee, das geht nicht. Das jetzt schon. Kommt da eine Wand hin. So. Ich habe den Fußboden auch ein zu weit gezogen. Vergessen, dass hier noch eine Wand reinkommt. Wie haben wir das hier oben gemacht? Jedes zweite einfach ein Fenster. Also hier, da, da, da. Also hier geht irgendwas nicht. Warte mal. Doch, geht. Geht, geht, geht. So. Den müssen wir wieder drehen. Nee. Wand und ein. Dann wäre hier ein Fenster, da ein Fenster. Da. Und da. War hier nicht über der Tür eins? Nein, hat man nicht, ja. Gut. Doch schon. So. Nimmt langsam die Stadtgestalt an. Eine Wand. So. Müssen wir sehen. Hier vorne auch. Also hier können wir ja noch nicht bauen. Wie wir hier denn in den zweiten Stock gehen wollen. Ist ja so gesehen für Kunden. Also ein Geschäft. Gehen wir denn hier nach oben? So. Fallen sie runter.
So vielleicht. Wie gehen wir nach oben? Gute Frage. Seitenstraße war weniger. So. Müsste ja für eine Seitenstraße reichen. Weil das ist ja hier die Hauptverkehrsstraße. Oder machen wir vielleicht drei? Zwei? Warte mal. Erstmal können die jetzt hier da alle auffüllen. So. Drei. Ja, die sollten das hier mal mit Erde auffüllen. So. Wie machen wir das jetzt? Müssen auch noch weg.
So, eins, zwei. Eins, zwei. So. Wenn wir das jetzt überspannen wollten. Also hier wären heller. Und hier wären heller, ne? Nee. Zwei helle. Ja, eigentlich reicht ja auch einer, oder? Ein heller, vier dunkle, so, dann hier wieder ein heller. Also hier überspannen. Ja, müsste gehen. Also, ist ja gar nicht. Ist dann vielleicht. Aber für eine Straße, für eine Seitenstraße reicht das doch eigentlich. Weil zwei wäre hier zu schmal. Ja, wir lassen die das mal so bauen. Dann schauen wir uns das mal an. Jetzt kriegen sie diesen einen da nicht fertig, oder was? Jetzt würden wir das halt so lang ziehen. Ja, es geht doch. Seitenstraße ist das okay. Irgendwie haben wir, glaube ich, viel zu wenig Kalkstein. So werden wir das machen. Aber ich weiß echt nicht wegen den Häusern. Machen wir daraus. Das erstmal mach mal bei einem testweise ein Dach drauf. War denn schönes Holzdach. Kalkstein. Ein Lehm-Schindeldach. Das hört sich doch schon mal gut an.
Deswegen wollte ich die Häuser mit zwei Wänden bauen. Das geht nämlich nicht. Wir haben hier keine Auflagefläche. Geil. Will er das nicht abreißen oder was? Abbrechen. Warum macht er das nicht? Auch nicht. Ich, jetzt müssen wir das von Hand machen. Das ganze Gebäude muss einversetzt werden. Und das müssen wir auch abreißen. Oh. Wir können natürlich einfach innen abreißen. Welcher Buchstabe ist das denn? X. So. So. Das hier. Das müssen wir einen versetzen. So. Die Wand. Die beiden Wände weg. Treppe auch. Kommt da eine zweite Wand hin? So. Kommt die Treppe da wieder hin?
Unten den Fußboden habe ich einen zu lang gemacht. So. Passt vorne natürlich gar nichts mehr. So. Alles versetzen. Also das ist eine Wand. Wo ist denn die Mitte? So. Sollte es dann aber richtig sein. Nur oben die Fenster sind jetzt dann auch falsch. Wir haben gleich Sommer. Haben wir Klamotten? Leinenstoff ohne Ende. Sommerklamotten haben wir auch. Dann haben wir auf Lager. Der verrottet da schon mal nicht, auch wenn er auf dem Fußboden liegt. Der Leinenstoff. Leinenstoff haben wir jetzt wieder, da wir Flachs angebaut haben. Nur bis für Heuabend dauert noch. Ein Tag 16, hier dann wahrscheinlich auch. So. Müssen wir mal gucken hier. Also eine Wand. Fenster. So. Jetzt passt das hier schon mal wieder. So. Das geht nicht. Und hier müssen wir alles einversetzen.
So. Das werden wir jetzt noch schnell fertig machen. Dann haben wir wenigstens eine Straßenseite fertig. Der müsste dann auch weg. So. Stimmt hier vorne natürlich auch nichts. Machen wir einfach neu. Also hier hatten wir 3, 1. Hier haben wir gesagt. So. Also in die Mitte kommt die Tür. So, jetzt die Fenster wieder. Da und da. Hier eine Tür. Könnte ein bisschen wenig Fenster für unten sein, ne? Wir machen unten alle 2 ein Fenster hin. So. Hier lassen wir hinten auch auf, weil da bestimmt eine Tür reinkommt. Beim Ziehen wieder Auto speichern. Können wir das hier wieder abrunden? So. Oben kommen dann weniger Fenster hin. Oder machen wir 2. So. Gucken wir uns das einfach mal an.
Sommer. Dann gucken wir jetzt mal schnell Nahrung. 256 Mahlzeiten. Verpackte Mahlzeiten. Gut, cool, da können wir keine herstellen. Und naja, Beeren und Kohl haben wir ordentlich. Honig haben wir 200. Cool, warum sind die eingelagert? Dass der hier irgendwo rumliegt. Wo ist der Honig? Ist der hier irgendwo? Muss er ja. Essig. Fruchtsaft. Bienenwachs. Talg. Essig. Essig. Wo ist der Honig? Was ist denn hier? Milch? Was für Milch? Boah, nee. Scheiße, hier sind diese Samen drin. Das soll er irgendwo hinlegen. So, ich werde das jetzt hier noch mit den Regalen machen und herausfinden, wo unser Honig ist. Und danke ich mich fürs Zusehen erstmal. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wir werden gucken, dass wir das weiter voranbringen. Und dann würde ich nur sagen, bis zum nächsten Mal.